Ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt sind wir abgeschmiert. Aber das wäre früher oder später so oder so passiert. Das kann ich soweit mal versprechen. Und jetzt stehen wir hier. Zwischen Ziegen und einem geschrotteten Doppeldecker. Und es gibt nichts, was ich hier anklicken kann. Hey, Dad, steh auf. Wir haben keine Zeit für Nickerchen. Sorry, Junior. Komm, wir stehen in dein Auto. So, hier haben wir lustige Endlines. Mit denen kann man aber auch nichts machen. Hoppla, du sollst dir das Auto ansehen. Da sieht er nichts Besonderes. Und bei dem Auto? Auch nicht. Auf geht's! Was jetzt mit dem anderen Auto war, keine Ahnung. Der hat jetzt offensichtlich das genommen. Ja, dam, dam, da, 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 dam, da, dam, dam, da, dam, dam. Jetzt kommen wir wieder ständig zu irgendwelchen Kontrollpunkten. Bitte steigen Sie doch aus diesem teuren Auto aus. Ich muss Ihren Passierschein sehen. Wir könnten uns jetzt mit jedem Einzelnen hier rumschlagen. Manche kann man überreden, manche kann man bestechen. Wenn wir die Biografie von Hitler noch gehabt hätten und hätten die von Hitler unterschreiben lassen in Berlin, gäbe es auch einen, dem wir dieses Buch andrehen können, der da ganz glücklich wäre, aber wir haben einen Passierschein vom Führer unterzeichnet. Sie können sofort weiterfahren. Ja. Ist natürlich ein vom Führer unterzeichneter Passierschein. Lass uns gehen. Das ist natürlich Argument überhaupt. Und damit kommen wir jetzt hier super durch sämtliche Kontrollen durch. Da kommt noch so ein Fuzzi an. Halt! Kommen Sie sofort hierher! Ich muss Ihren Passierschein sehen. Kein Problem, nur nehmen Sie das hier. Vom Führer unterzeichnet. Na, da können Sie sofort weiterfahren. Und da fahren wir sofort weiter. Lass uns gehen. Nein, wir gehen nicht, wir fahren. Das ist natürlich besser. Und da geht es weiter. Wir sind irgendwo in der Ecke zwischen Hessen, Bayern und Baden-Württemberg gerade. Erwarten Sie, doch Sie müssen schon hierher kommen. Also es ist gerade noch so Hessen, ne? Ich muss Ihren Passierschein sehen. Ja, Moment. Nehmen Sie das hier. Ei, vom Führer persönlich unterzeichnet. Ei, ei, dann fahren Sie mal ruhig weiter, gell? Schönen Tag euch noch. Gute. Dann geht's hier runter. Oh, das ist schon mehr so Baden-Württemberg. Das ist aber mehr Odenwald. Das ist ein bisschen, da ist schon mehr so Mannheimische. Halt, verlasche sie die Ware und komme sie hierher. Ich muss ihren Passierschein sehen. Biete ich mal was. Passierschein. Nehmen Sie das hier. Ah, vom Führer und er zeigt. Ei, gut, Sie können weiterfahren. Machen Sie es gut. Okay, den haben wir auch ordentlich überzeugt. Oh, jetzt geht's quer rüber nach Bayern. Wir sind hier knapp neben München. Da kommt uns dann ein Bayer entgegen hier. Schauen Sie den mal an. Oh, Scheiße, was war das, eh? Ich muss ja was hier schon sehen. Ja, Moment, warten Sie mal. Nehmen Sie das hier. Oh, nein, vom Führer, Zeichen. Ja. Aber da gehen Sie weiter vorne, ne? Lass uns gehen.
Oh, jetzt sind wir hier direkt an der Grenze, an der deutsch-österreichischen Grenze. Das ist schätzungsweise, das ist hier die Stadt, die Grenzstation Scharnitz. Oh, wo haben Sie Wagen? Kommen Sie her! Ach Gott, was ist das denn für eine? Ja, muss ich was hier schon sehen? Warte mal hier. Nehmen Sie das hier. Hallo, das ist Pizza-Führer von unserer Zeit. Also, hier nie passiert ja ein Führer von der Zeit. Also, da können Sie sofort herfahren, ne? Grüezi, Fixer, so habe ich nichts her. Lass uns ganz schnell weiterfahren. So, ab kreuz und quer. Wie die hier gerade durch Österreich fahren, ist mir unbegreiflich. Noch schön durchs Jugoslawien, das schon lange kein Jugoslawien mehr ist. Und so kommen wir nun nach Iskenderun. Wenn die Karte in deinem Tagebuch stimmt, sind wir am Ziel. Wir sind wie die Helden der Arthur-Saga. Du bist Galahad, der tapfere Ritter, und ich sein Vater Lancelot, der abgelehnt wurde. Er wurde... Henry? Indy? Gut, euch wiederzusehen. Marcus! Was tust du hier? Und warum bist du so dreckig? Frag lieber nicht. Marcus, mein alter Freund, wie ist es dir ergangen? Er wurde vom Panzer überrollt, so wie er aussieht. So, dort ist ein bedeutendes kleines Schild, das wir uns jetzt nochmal ansehen. Hier steht: Wenn du denkst, das Leben sei ein Spiel, dann sei gewarnt. Nach diesem Punkt kannst du nicht mehr speichern. Was sie damit wohl meinen? Was sie damit meinen, ist ganz klar, das meinen die tatsächlich ernst. Dies ist die letzte Möglichkeit zu speichern. Wir sind jetzt... Tempeli! Achso. Okay drücken und dann ist auch die Maus wieder da. Da-da! Wir nähern uns dem Ende. Wir sind am Tempel. Wir sind von Iskenderun in die Wüste gezogen. Und stehen nun an dem Ort, wo er sich befinden soll. Hey, ihr zwei, jede Sekunde zählt! Ja. Das war ein bisschen eklig. Wir haben nur noch das Gral-Tagebuch und die Peitsche. Können wir jetzt ins Buch schauen? Die Prüfungen sind drei. Zuerst der Atem Gottes. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Das Wort Gottes. Nur in den Fußstapfen des Herrn wird er wandeln. Drittens der Pfad Gottes. Allein beim Sprung vom Kopf des Löwen wird er sich als würdig erweisen. Ich weiß, ich habe jetzt nicht das... gesagt, was da oben steht. Ich wollte mich einfach mal an den Text des Filmes halten. Mr. Donovan. Ah, Indiana Jones, gerade rechtzeitig. Mir sind anscheinend die Freiwilligen ausgegangen. Donovan. Es gibt nichts, absolut gar nichts, das mich überzeugen könnte, den Gral für Sie zu holen. Außer vielleicht das hier. Ich dachte mir, dass Sie mich sofort verstehen. Die Heilkräfte des Grals sind das Einzige, was Ihren Vater jetzt noch retten kann. Ich schlage vor, Sie beeilen sich, Dr. Jones. Junior, denk an das Tagebuch, die drei Prüfungen. Halte durch, Dad. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Toll, der rennt jetzt einfach da rein. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Der bußfertige Mann wird bestehen. Der bußfertige Mann. Der bußfertige Mann. Der bußfertige Mann. Der bußfertige Mann zeigt Demut vor Gott. Er kniet nieder. Der bußfertige Mann hat versagt. Bin gleich wieder da.
Schön, dass man hier auch nicht mehr speichern muss, das ist mir von allein voll. Also nochmal. Der busfertige Mann wird bestehen. Geh langsam, der busfertige Mann wird bestehen. Der busfertige Mann. Der busfertige Mann. Knie nieder! Ich bin durch! Da ist so ein winzig kleiner leuchtender Punkt unterhalb der Leiche, wie so ein kleiner brauner Stern, wenn man da drauf drückt. Dann packt das. In Etaskrit wird Jehova. Was? War das jetzt. Jehovu geschrieben. Ach, Jehovu. Weiter, da wäre zwar ein V. Jehovu. Ach, da ist ein J. Dann könnte ich das V. Kann auf das H, auf das U, auf das E, auf das E, auf das J, auf das H, auf das E. Auf das O. H. A, H. 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 Hallo, jetzt haben wir ein Problem. Allein beim Sprung vom Kopf des Löwen wird er sich als würdig erweisen. Okay. Dann gehe ich halt. Bei dieser Prüfung ist tatsächlich wichtig, sobald man einen Moment zögert und nicht sofort rübergeht, wird er abstürzen. Deswegen konnte ich mich da jetzt nicht lange aufhalten. Ich musste direkt rüber, sonst hätte ich wieder von vorne anfangen müssen. Heiliges Wasser. Junge, bin ich durstig. Schau ich nochmal ins Kral-Tagebuch. Ah. Da steht nur wieder was über die Prüfung. Ja, das kennen wir. Das haben wir schon gehört. Einst. Ich wusste, ihr würdet kommen. Wer sind Sie? Ich bin der letzte der drei Brüder, die sich schwörten, den Gral zu finden und zu bewachen. Das war vor über 700 Jahren. Ihr seid seltsam gewandet für einen Ritter. Nun, ehrlich gesagt, ich bin kein Ritter. Das ist egal, ihr habt eure Würdigkeit in den drei Prüfungen bewiesen. Die Ehre, den Gral zu bewachen, ist nun eure. Aber Sie verstehen nicht, mein Vater liegt verwundet hier im Tempel. Ich muss den Gral finden, oder er stirbt. Nun gut, ich sehe, euer Motiv ist rein. Wähle. Kann ich jetzt vielleicht nochmal ins Tagebuch schauen? Nein, erzählt mir nur von den Prüfungen. Ja, super. Großartig. Jetzt wäre natürlich entscheidend zu wissen, wie das jetzt nochmal war. Also wir wissen, er leuchtet. Jetzt ist nur die Frage, wir haben hier 1, 2,
drei, vier, fünf Möglichkeiten. Ist es mehr so ein Becher? Ist es mehr so ein Kral? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Kann ich denn noch... Nein, er lässt mich nicht nochmal speichern. Verdammt. Tja, was nun? Was nun? Und diese Musik, ey. Hört die eigentlich auch mal wieder auf? Nö, fängt wieder von vorne an. Fängt immer wieder von vorne an. Mit dem Ritter kann ich auch nicht reden. Was tue ich denn jetzt? Ich bin vollkommen unschlüssig. Ich weiß nicht, welcher der richtige Kral ist. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, was es sein kann. Es gibt... Die Zeitungsaus steht Neues Evangelium, einfache flache Schale aus Bronze. Oder der Bericht der Äbtin Hildegard von Bingen, Messingkelch mit griechischer Inschrift. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja auch stundenlang auf und ab laufen und meinen Vater draußen sterben lassen. Das bringt halt auch nichts. Was tue ich nur? Was tue ich nur? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, diese Musik geht mir auf den Senkel, ey. Meine Güte. Unglaublich, ey. Flache Schale aus Bronze. Silberne Schale mit Sprüchen der Segnung. Hölzerner Becher. Großer keramischer Trinkbecher. Verbeulte flache Zinnschüssel mit Gravierungen. Becher aus Olivenholz. Kelch mit griechischer Inschrift. Einfache flache Schale aus Bronze. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, ich nehme die jetzt. Sie hat auf jeden Fall geleuchtet. Wir werden sehen, was passiert. Sicher gehen, dass es der richtige ist. Das wird wohl passieren. Deine Wahl war weise. Aber denke dran, der Kral kann nicht über das große Siegel hinausgeführt werden. Puh, Glück gehabt, das war der richtige. Ach, Gott sei Dank. Okay. Aber was ist mit Donovan passiert? Und keiner sagt, frag lieber nicht. Er lief dir hinterher und verlor dabei glatt den Kopf. Zisch. Lass zischen! Der Kral! Du hast es geschafft, Junior! Nein, Dad, du hast es geschafft. Ich folgte nur dem Tagebuch. Und der dritte Ritter? Er lebte? Ja, selbst nach 7 Jahrhunderten. Dann verleiht er tatsächlich Unsterblichkeit. All diese Jahre, meine Suche ist nun zu Ende. Aber das Schicksal des Grals ist nun in deinen Händen. Marcus, mein alter Freund, dir habe ich noch nicht gedankt. Nun gibt es auch hier wieder der Möglichkeiten viele. Ich nehme den Gral. Und gebe ihn dem Ritter zurück. Und die Sache ist erledigt. Oder ich gebe den... Oder ich lasse Elsa sich über den Kral freuen und sie rennt über das Siegel. Elsa, nein! Der Kral muss hier bleiben. Aber Indy, der Kral kann uns gehören. Du hast den Ritter gehört, er kann nicht über das Siegel. Nein, das glaube ich nicht. Ich werde ihn nicht mehr verlieren.
dann fängt alles an zu beben. Das hätte ich verhindern können, hätte ich dem Ritter einfach den Gral zurückgegeben. Verdammter Mist. Jetzt stürzt Elsa da rein. Netter Abgang, Elsa. So. So, ich kann den Gral retten. Tja, wo jetzt Elsa hin ist? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich gebe den Gral mal lieber dem Ritter zurück. Wir wollen ja keinen Ärger haben. Ich muss euch danken. Ich sehe, ihr habt das Herz eines wahren Ritters. Natürlich dauert es ein paar Jahre, das wieder aufzubauen. Ja, Elsa haben wir jetzt halt einfach. Tja, die ist halt. Das war eine gute Tat, Junior. Nenn mich nicht Junior! Was ist das mit diesem Streit um Junior? Das ist sein Name. Henry Jones Junior. Ich mag Indianer. Der Hund heißt Indianer. Du heißt Henry Junior. Da fällt mir ein, meines Vaters Kater hieß Marcus. Genug, lass uns nach Hause gehen. Ich beginne ein Tagebuch über die Gebotstafeln Moses. Alle mir nach, ich kenne den Weg. Marcus? Nein, das war falsch. Ich sag's ja. Meine Punkte. Ich habe 432 Episodenpunkte, das ist toll. Und ich habe 496 Serienpunkte, das ist gut. Ja, natürlich, der Rest, ja, entwickelt und programmiert von Ron Gilbert, David Fox und Noah Volstein. Grafik und Animation von Steve Purcell und Michael Gameboy Ebert sowie Jim McLeod, James Dollar und noch irgendjemand. Musik-Soundeffekte von Eric Hammond-Adlin, David Warhol, David Heiss. Scum Story System von Ron Gilbert und Eric Wilmander. 256 Farbensystem von Eric Wilmander und Ron Baldwin. Deutsche Version von Boris Schneider. Bobo. The Bobo. Die Spieltester Judith. Weitere Tester: Ezra, Brett, Gerald, John, Tony, Bill, Jessica, Rachel, Tim, Seth und Chris. Und Kelly hat mitprogrammiert und wir haben Grafik von Martin und Achim hat getestet und Steve hat die Peitsche erforscht und Martin Cameron hat die Nazis erforscht und Joe Donaldson, der hat die Forschung erforscht. Und basierend auf einer Geschichte von George Lucas und dann Seven Max hat Steve programmiert auf der Skywalker Ranch und in San Rafael San Anselmo. Film erhältlich bei Paramount. Jawoll. Andy Lucasfilm Production. Trademark, Copyright, 89 Lucasfilm und so weiter und so fort. LucasArts Entertainment und das ist das Ende von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug war nur, um sicherzustellen, dass Ihre Serienpunktzahl korrekt gespeichert wird. Bitte jetzt die Load-Funktion anwählen. Dies speichert automatisch Ihren korrekten Serien-IQ. Ja, das können wir machen. Aber dann bricht diese schöne Musik einfach ab. Das ist doch doof, jetzt still hier. Ich habe jetzt wieder Play gedrückt, die Frage ist, was macht er jetzt damit? Denn eigentlich waren wir fertig. Und vielleicht bleibt jetzt ein schwarzer Bildschirm, weil ihm diese Sache jetzt ein bisschen
überfordert, dass ich ihm gesagt habe, er soll bitte weiterspielen, wo es nichts zum Spielen gibt. Ja, wie es aussieht, haben wir einen schwarzen Bildschirm, der uns jetzt die Möglichkeit gibt, uns freundlich zu verabschieden. Wie gesagt, das war Indiana Jones, der letzte Kreuzzug. Das Spiel zum Film, wenn man so will. Es ist auch sehr nah an den Film gehalten. Da kommt schon das Intro wieder. Das ist ja auch schön. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die sie weggelassen haben, wie das Intro zum Beispiel. Da kommt ja dann Indiana Jones nass beim Marcus an. Sie haben die Verfolgungsjagd in Venedig weggelassen. Da kommt dann Marcus nass bei Indiana Jones an und als Marcus jetzt eben verdreckt am Tempel ankam, war das symbolisch für den Kampf mit den Panzern. Ansonsten finde ich die Story übrigens schön gemacht, ist sehr aufwendig. Schloss Grunwald ist ein bisschen kompliziert. Wir sind relativ wenig gestorben und wenig gefangen geworden im Vergleich zu dem, was möglich ist. Du bist ein bisschen penetrant, mein Freund. Naja. Ich werde auf jeden Fall, das wird ja immer so schön, wenn wir jetzt hier, da gehe ich gleich nochmal hin. Wenn der mich lässt. Weiß man nicht, ob er mich lässt. Vielleicht habe ich ihn jetzt auch wieder überfordert. Da ist es. Hier unten steht noch so schön, demnächst erhältlich Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Das wird unser nächstes Projekt. Ich werde das natürlich direkt hinten dran hängen. Ja, das kommt dann ab morgen. Und da machen wir dann weiter. Und bis dahin sage ich dann Dankeschön und Tschüss. Und ja, wenn es jetzt irgendeinen speziellen Indiana Jones Gruß gäbe, dann würde ich sagen, eben dieser wie jener welcher. Aber wüsste ich jetzt auch gerade nicht. Also in diesem Sinne dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.